wir befinden uns hier im Seebogenquartier. Hier gehen wir Richtung Thai Festival mit dem Namen Thai Smile. Hier haben wir das Power-Aggregat. Genug Strom. Nach Thailand. Kürider, ja, wie ist das? Das ist richtig Seestadt. Heißmeier Kulturfestival. Zwei coole Herren in der Seestadt von der Power Company. Und woher kommt sie? Ja, Oida, das kenne ich. Das ist auf der anderen Seite. Ja, genau. Wir zwei wohnen da herum, also nur die Firma ist in Breitenfurt. Kennt Sie zufälligerweise den Philipp Hahn aus der Firma EVN? Energieversorgung hier, wurscht. Ja, Breitenfurt kennen wir. Ja, wir haben viel mit der EVN zu tun, weil wir ja fix Strom nehmen. Ja. Also ihr produziert mit Diesel den Strom? Genau. Und diese Anlage ist mittlere Größe? Mittlere Größe kann man sagen. Ja. Und was ist dann die Größte? Was kann man sich da? Wir haben im Moment 1000 kVA. 1000 kVA? Alles synchronisierbar, also man kann die zusammenschalten, ja. Und von 3 kVA weg geht das eigentlich. Also ganz kleine, das sind benzinbetriebene. Und ab 30 kVA ist dann Diesel. Ja, aber ihr müsst ja dann runter transformieren auf die, nein, je nachdem, nicht auf 230 Volt für den Hausanschluss, sondern. Ja, wir haben ja da verschiedene Verteilersysteme. Das heißt, die gehen einmal mit einer Bauernloglinie, nennen Sie das. Ja, das ist so einmal 150 Quadrat in dem Fall. Genau. Gehen wir dann auf einen Verteiler drauf. Der Verteiler ist ein Bauerlog-Verteiler, der kann auf 3x125 und von dort verteilen wir uns wieder runter auf die einzelnen Positionen. Positionen. 32 Ampere, 16 Ampere, Schub. Und Ampere ist übrigens die Stromstärke. Volt ist die Spannung, genau. Watt ist die Leistung und dann haben wir noch einen Widerstand, oder? Den gibt es auch noch. So viel ein bisschen zur Energietechnik. Und das Ding kostet eben 30.000 Euro für 2 Tage. Aber da ist zumindest der Diesel mit drin. Nein, der Kaufpreis ist 30.000. Der Kaufpreis ist 30.000. Ja, wir verrechnen pro KVA 4,5 Euro. Ah, eben, das muss man wissen. Ah, aber der kostet nur 30.000. Aber die haben wir ja schon lange. Also die hat damals 30.000 gemacht. Was kostet jetzt die neue Stage 55? Die neue hat 260. Ja, aber es ist eigentlich jetzt aus meiner Schweizer Sicht relativ günstig, finde ich, für die Leistung, die du dann... Ja, wir haben ja nicht nur eines. Ne? Und dann wird es teuer. Ne? Klar. Und ihr bleibt die 2 Tage auch da am Fest, oder? Nein, wir sind nur auf Bereitschaft. Bereitschaft. Wir erklären das jetzt den Kunden. Das ist ja ganz eine einfache Steuerung drauf. Wir einmal starten, Leistungsschalter rein. Und dort oben ist das Bedienfeld. Hat einen Batteriehauptschalter, das heißt, dass jetzt einmal komplett tot ist. Batteriehauptschalter ein, dann funktioniert die Steuerpanel. Cool. Dann im weiteren Sinne nur starten, Leistungsschalter rein, dann produziert schon Strom.